kennen Sie Spaghetti-Kürbis. Der Eberhard hat gerade ein wunderbares Exemplar da und wir machen heute eine raffinierte Vorspeise. Ja, so schaut er aus, nimmt die Leute schon mal vor, während der Bernd die Füllung macht. Genau, ich habe also in der Füllung ein bisschen Schafskäse, der wird rein zerbröselt. Ich habe ein paar Tomaten, die ich jetzt in Würfel oder Scheiben schneide. Ich mache jetzt mal Würfel, das schaut für mich erstmal ein bisschen netter aus zum Verteilen. Und dann kommen noch weitere Zutaten mit hinein, ein bisschen Quark, Couscous, Ei, Oliven. Also das heißt, es wird richtig rund und schmackhaft und mediterran. Und jetzt sehe ich schon, der Eberhard ist schon dabei, die Scheiben abzuschneiden. Das heißt, Eberhard, auf was kommt es an? Auf Kraft und auf ein scharfes Messer. Der hat eine richtig harte Schale. Deswegen gehe ich hier oben mit der Spitze zuerst durch. Und dann mit dem scharfen Messer zwei Scheiben abschneiden. Das Kerngehäuse in der Mitte mit dem scharfen Messer lösen. Hier rundherum. Einmal, zweimal. Leicht mit dem Esslöffel gerne rausschaben. So sieht es aus. Die Schale können wir dran lassen. Und das geht jetzt für 10-12 Minuten in den Dampf. Bernd, wie schaut es bei dir aus? Ich habe ja schon mal welche vorbereitet. Ja, ich bin schon ganz gut dabei. Das heißt, der Schafskäse wurde gerade reingebröselt. Jetzt muss ich gerade meine Hände ein bisschen sauber machen. So, ansonsten geht es jetzt noch darum, die Lauchzwiebel zu schneiden, das Ei reinzugeben. Und ich glaube, jetzt geht es bei dir darum, die Spaghettis von dieser Scheibe zu lösen. Also mit der Gabel erstmal vor. Pieksen. Und dann kannst du die mit der Gabel, schau das an, Bernd. Wahnsinn. Wie kleine Suppenspaghetti. Ja, ich würde es sogar fast ein bisschen empfindlicher machen, oder? Was dass du die möglichst noch besser erhältst, oder? Noch mehr einritzen. Ja, die Dynamik, der immer hat. Also das machen sie daheim nach Gefühl und nach Lust und Laune. Mir gefällt so ein kleines Häufchen voller Spaghetti aus dem Kürbis. Bernd, wie weit bist du? Ja, das sieht gut aus. Ich habe jetzt da schon mal etliches geschnitten vorbereitet. So, jetzt kommen noch die Lauchzwiebeln dazu und ein paar Oliven. Also das heißt, ich bin da eigentlich auch gut dabei. Da habe ich jetzt gleich mal Oliven genommen, die schon entsteint sind, schwarze Oliven. Also das ist genau das Richtige. So, okay, das sieht gut aus. Ich schmecke jetzt noch ab mit ein bisschen Pfeffer, schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Kann ich dir irgendwo helfen, Bernd? Ja, ich bin gleich fertig. Kreuzkümmel, so ein bisschen für den frischen Geschmack überhaupt. Und dann noch eine Prise Salz, wobei hier der Schafskäse schon ganz gut hier durchkommt. Und jetzt werden die Zutaten ganz fein vermengt. Also Quark, Couscous, die Oliven. Und Sie sehen schon, wie toll und bunt das aussieht. Gigantisch, oder, Eberhard? Weißt, das Ei bringt die Bindung. Ganz dominant in Schwarzkümmel. Und So, und jetzt kommt diese Masse hier oben drüber. So gute zwei Esslöffel pro Portion. So, schau mal, warte mal, ich gebe noch ein bisschen was drauf. Ja, ich helfe dir. Ah, gigantisch, oder? Das sind Farben grün, braun und das leuchtende Gelb. Mhm. So, da noch ein Löffelchen. Hey, komm. Perfekt. Also ruhig auch so ein bisschen mit Häubchen aufgesetzt. Das schaut ganz gut aus. Da können Sie natürlich nach Gusto arbeiten. Darf ich? Die Kürbiskerne dazu. Da dürfen ruhig ein paar auf die Seite fliegen. Die kann man nachher so naschen und als i-Tüpfelchen. Ne? Okay. Der Gruß aus Italien. Parmesan. Hervorragend. Bin ich einverstanden? Oh, das schaut gut aus. Da schneit es jetzt hier in der Küche. Das als Vorspeise, Zwischengericht, weil ich sagen, da haben wir alles richtig gemacht. 180 Grad. 180. Luft. Mhm, okay, Heißluft. Und das ungefähr 15 Minuten. Das heißt, wir trinken dabei einen Espresso. Und dann sind wir gleich zurück und es geht weiter. Es geht doch wirklich nichts um einen super Espresso. Passend zu unserem Gericht, was wir jetzt gleich haben. Das heißt, die Zeit ist rum. Die Scheiben sind gebacken. Eberhard, raus damit. Das ist nicht bei Timing, gell? Ja, ich würde auch sagen. Der Espresso ist leer und unsere Scheiben sind fertig. So. Oh. Ja, das ist klasse. Sieht das gut aus. Welches ist schöner? Nee, das da, hä? Ja, das. Das. Ah, beide sind schön. Und jetzt sehen Sie auch, durch diese Schale wird natürlich jetzt auch generell dieses Spaghetti werden in Form gehalten. Jetzt kommen noch ein paar gezupfte Petersilienblätter oben drauf. Voilà. Mensch, wenn das nicht ein tolles Zwischengericht oder eine Vorspeise ist, dann sagen, glaube ich, auch sonst nichts mehr. Das heißt, jetzt geht's los. Warte, das lege ich noch andersrum hin. So, wir wünschen jetzt guten Appetit. Lassen Sie sich schmecken. Lernen Sie den Spaghetti-Kürbis kennen. Und wir sagen,
Wiederschauen. Servus.